Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich. Und natürlich freue ich mich wieder, dass ihr einschaltet zu einer neuen Folge OMSI hier auf diesem Kanal. Wir sind immer noch in Württemberg unterwegs, fahren heute auf der Linie 12, immer noch mit dem MAN A21, mit dem schicken, ja, Repaint Württemberger Verkehrsbetriebe. Und ja, ich würde sagen, heute mal, wie gesagt, Linie 12, werden das Ganze mal schnell mal umändern, denn wir haben gar nicht mehr allzu viel Zeit. Wir haben nicht mehr viel Zeit. 0, 12, Route, nein, das ist Route 2, so, fun. Buchdepot, nein, das ist es auch nicht. Route zur Burg. Genau, das ist nämlich unser Part. So, die Tür ist offen hinten. Ja, ich habe den Bus jetzt einfach umgesetzt. Ich habe den Zikar natürlich nicht neu geladen. So. So, da müssen wir hin. Das kenne ich, das ist bei mir auch ein Problem. In Landkreis Vosshausen, dass die Leute hier mitten auf die Straße laufen. Warum heizen sie denn so? Mann, also der eine meckert, dass ich zu doll heize, der andere meckert, dass ich zu wenig heize. Seid ihr überhaupt nicht zufrieden hier? Blödes Gesindel. So. Ja, natürlich hat sich seit dem letzten Video nichts verändert. Wenn wir mal zur Burg fahren. Jetzt rechts. Oder nein? Oder? Ja, wo lang geht's? Das verwirrt mich jetzt zutiefst. Das ist rechts. Diese Haltestelle jetzt gebraucht hätten. Ne, Stadtrand. So, sind ein bisschen zügig unterwegs, muss man mal lassen. Ja, was jetzt hier natürlich auffällt, ne?
Oberpfalz 3D sind natürlich alles nicht selbst gebaute Objekte, was komplett in Ordnung ist, finde ich. Dafür, dass es Frühjahr ist, da soll sich mal keiner aufregen. Was ich ein bisschen schade finde aktuell, das ist jetzt die zweite Linie, die wir jetzt so fahren, es sind schon relativ wenig Stops, die wir hier haben. Ich meine, die Linie ist scheinbar ein bisschen größer. Also da haben wir uns jetzt mal ein bisschen größere Linie ausgesucht. Aber so im Allgemeinen sind sie doch relativ kurz, die Linien. Weiß ja nicht, da kann ja mal der Hobbyfirma mal schreiben, ob es eine längere Linie gibt, die man sich unbedingt mal anschauen sollte. Ja, denn wie gesagt, schreibt es da mal in die Kommentare. So an sich, muss ich sagen, ist hübsch gebaut. Die Performance, die ist sehr gut hier auf dieser Karte. Und ich spiele das Ganze hier mit dieser komischen Grafikmod. Ja, also auch da gibt es keine Probleme von der Seite. Ab und zu halt diese kurzen Nachladeruckler. Eins ist, wie gesagt, halt, dass man so in die Ferne halt wirklich nur das Weiße sieht. Das liegt aber, wie gesagt, daran, weil ich das Ganze halt wirklich nur mit einer Kachel hier alles spiele. Von daher kann man das nicht in diese Wertung einfließen lassen, weil das wäre sonst unfair dazu sagen, da hat der Entwickler der Karte Boxsheet gemacht oder sowas, ne? Also das stimmt hier in der Richtung nicht. So, wie gesagt, wenn man sich die ganze Fahrweise mal anschaut, wir haben lange, lange Überlandfahrten. So eine richtige Stadt fehlt mir hier noch so ein bisschen. Mal gucken, vielleicht kommen wir ja jetzt da hinten, wenn wir Richtung Burg fahren, dass wir da vielleicht durch so eine Art Stadt fahren. Sonst haben wir hier wirklich viel Überlandfahrten, ne? Aber sehr, sehr ordentlich, sehr hübsch gebaut. Und tatsächlich kenne ich diese Textur sogar, die besitze ich sogar selber. Ohne Scheiß, die besitze ich selber. Die kriegst du auf textures.com, ja, und dann kannst du diese Mauer selbst texturieren und bauen. Das ist hier, also diese Mauer hier, das ist bei der Mauer genau das Gleiche. Die habe ich nämlich auch als Texturen hier. Das ist super. Scheiße, wenn man jetzt mit Blender arbeitet. Jetzt weißt du, wo sie die ganzen Quellen herholen. Super. So, wie sieht's aus, Keule? Können wir weiterfahren? Ja, haben wir zwar noch ein bisschen Zeit hier. Ja, haben wir ein unsichtbares Auto. Ja, er braucht manchmal ein bisschen Laden, aber das kann, wie gesagt, auch an der Grafikmod liegen und. Es kann ja so viele Ursachen haben, vielleicht hat Omsi heute keine Lust oder. Ihr wisst ja selbst, wie das Ganze ja immer mit Omsi ist. Aber dennoch sind wir uns alle einig, dass Omsi die beste Simulation ist, ja, im Fahrgastbetrieb, ja. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. So, zur Burg müssen wir nach links. Naja, gibt nichts im Kino gerade. Neuer Aladdin, vielleicht. Weiterschalten scheint auch nicht zu funktionieren, leider. Da schalte ich hier oben das. Die angesprochene Stadt. Ja, da siehst du. Ja, ich weiß jetzt schon, ich höre jetzt erst Spandau-Objekte. Ja, Leute. Spandau-Objekte sind natürlich auch vorhanden. Aber wie gesagt, ich sag mir immer, es ist Freeware. Ja. Es ist Freeware. Da gibt es sowas vollkommen in Ordnung. Natürlich, das Selbstgebaute ist immer schöner, aber das kostet auch deutlich mehr Zeit. Und dann muss man ganz ehrlich sagen, dann kann man das auch nicht mehr als Freeware anbieten, sondern könnte das tatsächlich dann als Payware anbieten. Also, da muss man halt immer ein bisschen aufpassen. Finde ich persönlich, aber wer bin ich schon, ne, um sowas sagen zu können, ne? So. Steig mal ein. Die Coils wollen nicht mitfahren, warum nicht? Wir müssen ein bisschen vorfahren.
So, jetzt wollen sie natürlich einsteigen. Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Hallo. Es wird so super, wenn Lotus endlich KI hat. Es wird so, so super. Straßenbahn fahren mit KI, mit Fahrplan. Es wird so super. Ach, ich stelle mir das jetzt schon so richtig, richtig geil vor. Also, das wird ein richtiges Highlight. Wenn das wirklich kommt dieses Jahr, also... Ich stelle es mir aktuell jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch relativ schwer vor. Aber es wird kommen, ja. Und ich gehe davon aber aus, dass es großartig wird, wenn das endlich da ist. Also, ich meine, Lotus wird ja dieses Jahr noch nicht den Early Access Status, glaube ich, verlassen. Der bleibt ja weiterhin im Early Access Status. Aber auf jeden Fall wurde ja schon angesprochen, dass zumindest die KI dieses Jahr noch erscheinen soll in Lotus. Und wenn das Ganze kommt, ja, dann bin ich mal gespannt, wie die KI zum Beispiel auf die Straßenbahn reagiert und alles sowas. Also es könnte, ich meine, wenn man natürlich die Straßenbahn in Omsi sieht, ja, da reagiert die KI eigentlich so gut wie gar nicht oder fährt sogar durch. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie die das in Lotus so packen, ja, wie das Ganze da so hinhaut. Die Klappe da hinten. Komm mit der Keule rüber. So, sind wir schon bei der Police Station. Hallo. Hallo. Aber ich würde fast vermuten, dass das ein Texturenfehler ist hier. Ich glaube, das sieht nicht so aus. Ich glaube, das ist so nicht gewollt. Glaube. Vertraue niemals der Omsi-KI, nur weil er rechts blinkt, heißt es nicht, dass er rechts fährt. Eine der ersten Sachen, die du merken musst. Ach, schön, schön, schön. Immer vorausschauen fahren, liebe Leute, immer vorausschauen fahren. Bisschen dicht an der Straße durch diese Kugellampen. So. Ja, ich hoffe, dass der Ton jetzt auch passt. Hallo. Ich weiß, Hallo. Dass der Ton in den letzten Folgen ganz schön leise war. Ich hoffe, dass er jetzt nicht wieder zu laut ist. Das ist immer so das Problem, ja, diese perfekte Abmischung zu finden. Guten Tag. Aber müssen wir mal schauen, dass das Ganze passt, ja. Gerade wahrscheinlich zu
Wenn da laute 10 kommen, dann werdet ihr mich wahrscheinlich wieder kaum verstehen. So, jetzt an den aktuellen Punkt, jetzt denke ich mal, dann wird es ganz gut klappen. Das ist halt. OBS macht halt permanent bei mir neue irgendwelche Updates und verstellt mir da jedes Mal immer diese Soundeinstellungen. Das ist echt abartig. Zur Burg S1. Was ist das wieder mit dem Ausrücker hier? Zur Burg E2, zur Burg E1. Wir müssen zur Burg E1. Burg E1. Müssen wir jetzt rechts. Bordstelle mit, genau, damit wir nochmal schön den Bus zerlegen. Traumhaft. Ja, ihr Lieben, das soll es aber gewesen sein von uns. Also wie gesagt, an sich finde ich, Wittenburg ist wirklich, wirklich hübsch. Ich finde es halt tatsächlich ein bisschen zu kurz. Die Linien sind leider ein bisschen zu kurz geraten. Ansonsten würde ich sagen, also wie diese ganze aufgebaut ist, ist großartig. Das sieht gut aus, ja. Du hast richtig viel Platz, du hast keine Platznot oder sowas. Das ist keine Challenge-Karte oder sowas, ja. Hier geht es einfach nur um das nackte Fahren und das finde ich großartig. Wie gesagt, einziger Kritikpunkt, den ich hier wirklich habe, sind, dass die Linien relativ kurz sind. Mal gucken, dass man da vielleicht noch irgendwie die Linien ein bisschen verlängern könnte. Wie gesagt, wir sind jetzt direkt losgefahren eigentlich. Ich habe eigentlich relativ wenig gequatscht. Sind wir jetzt gerade mal bei so 15 Minuten angekommen. Also ist okay eigentlich, aber so eine normale Linie könnte schon so 20 bis 25 Minuten locker gehen, finde ich, ja, persönlich. Aber nun gut, ja, da muss man sich dann wahrscheinlich dann vielleicht nochmal ransitzen. Auf jeden Fall finde ich, Wittenburg V2 ist eine sehr gelungene Karte. Mal schauen, ob da jetzt der Entwickler die Karte eventuell doch nochmal freigibt und sagt so, alles klar, jetzt machen wir es doch nochmal öffentlich. Oder ob er da eventuell doch noch Bock hat dran weiterzubauen. Ja, ist jetzt natürlich toll, weil man könnte jetzt zum Beispiel ja den Hobbyfilmer nehmen. Der baut ja jetzt wie verrückte Lotus-Objekte. Die kann man natürlich hier in Ormsee zum Beispiel natürlich importieren oder sowas. Ne? Da klappt das alles. Also wenn man sowas dann macht, dann ne? Ist jetzt natürlich die Frage, lohnt sich überhaupt noch irgendwas für Lotus, für Ormsee zu bauen? Da ja, meine Ormsee kommt jetzt so langsam, aber sicher in die Jahre. Was sagt ihr denn dazu? Lohnt es sich jetzt noch ein neues Projekt in Ormsee anzufangen? Oder aber sagt ihr jetzt so, nee, Lotus kommt jetzt langsam, aber sicher, da bringt es nichts mehr, wenn man sich jetzt an so ein Ormsee, an einer neuen Ormsee-Map nochmal ransetzt. Schreibt das mal in die Kommentare, das würde mich persönlich mega interessieren. Was haltet ihr davon? Was sagt ihr dazu? Und sonst sehen wir uns hoffentlich zu einem neuen Ormsee-Video hier auf diesem Kanal wieder. Würde ich mich freuen. Verabschiede mich hier, sage danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal natürlich. Tschüss!